Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu The Invisible Hours. Und ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich den Namen richtig ausgesprochen habe. Ja, wir haben jetzt soweit die anderen alle verfolgt. Ich gehe mal gerade hier noch so eben so ein paar Sachen durch, eben schnell. Töpfe, Pfannen, Dingensbums da hier. Wir haben auch viel entdeckt. Die eine hat keine Nase mehr, der andere hat irgendwas hinter einem Bild versteckt. Und es scheint mir so, dass wenn der auch nicht wirklich blind wäre. Swans Knechtschaftsvertrag. Vermittels dieses Knechtschaftsvertrags auf Zeit, vereinbart am 19. Juni zwischen Oliver Swan und Nikola Tesla, wird festgelegt, dass Mr. Swan im Austausch für seine Überfahrt von Sansibar Mr. Tesla als Knecht zu dienen hat. Diese Vereinbarung bleibt aufrecht, bis das Gesetz des Landes sie für null und nichtig erklärt. Aha, Knecht ist für mich jetzt aber, hört sich für mich jetzt aber anders an als Diener, ne? Es war nicht einfach, Ressourcen von Mr. Westinghouses Projekt abzuziehen, um hier heimlich den Wardenclyffe Tower zu errichten. Aber endlich ist es geschafft. Die hydroelektrische Anlage ist fast fertig. Schon bald wird der Sturmgenerator einsatzfähig sein. Flora weiß nicht, warum ich diese Dinge baue, daher versteht sie meine Ungeduld nicht. Doch sie sind unverzichtbar für das Funktionieren des Raums. Sarah Bernhardt haut alle um. Die berühmte Schauspielerin eroberte letzte Woche in Paris die Bühne und verzauberte das Publikum mit ihrer Darbietung in Shakespeares Hamlet. Der bekannte Theaterkritiker Benjamin Brantley lobte ihre Leistung mit den Worten: Diese Frau haucht der Tragödie Leben ein. Gibt es irgendeine Rolle, die sie nicht spielen kann? Mir macht eigentlich viel mehr die ganze Zeit diese komische Tür unterm Haus Sorgen. Ich meine, was ist das da, ne? Also. Vanderbergsohn ertrunken. Markus Vanderberg, der älteste Sohn des Eisenbahnmagnaten Vanderberg, fand gestern Abend den Tod durch Ertrinken. Das Unglück geschah, als er gemeinsam mit seinem Bruder Augustus auf dem Eis des Longton River spielte. Marcus, der Erbe des Familienvermögens, wurde von seinem Vater des Öfteren als der bessere Sohn bezeichnet. Und der ist ertrunken. Komisch, komisch, komisch. Was ist das denn da für ein Text? Den muss ich mir gleich durchlesen, wenn die hier dran sind. Flora sitzt hier gar nicht mehr. Mal gucke mal einer an. Die gute Flora ist sie abgehauen hier. Gott, hier sind so viele Räume, ne? Macht mich ganz wirsch. Ich will natürlich jetzt hier erstmal so ein bisschen durchgehen. Texte finden. Zum Beispiel wie das. Der Mann in Zimmer 3327. Mittwoch, 8. Januar 1997. Letzte Woche wurde ein unbekannter Mann serbischer Abstammung tot in Zimmer 3327 des Hotels New Yorker gefunden. Das Ungewöhnliche an diesem Fall ist die Tatsache, dass er laut seinem Reisepass 141 Jahre alt war. Sollte das wahr sein, wäre er der älteste Mensch in der gesamten Menschheitsgeschichte. Der Name des Mannes war aus seinem Reisepass entfernt worden, wie um seine Identität zu verschleiern. Die Frage ist, weshalb? Okay, davon habe ich jetzt wirklich noch nie was gehört. The Song of the Sea. Okay. Ach, schon wieder hier so ein Spulenkästelchen. Mein Gott, wie viele Räume hat denn dieses Haus? Ey, ist doch nicht mehr normal. Mr. Tesla, obwohl ich als Ingenieur tiefen Respekt vor Ihnen als Berufskollege empfinde, muss ich leider sagen, dass mich die Anschuldigungen in Ihrem Brief zutiefst entsetzt haben. Die Andeutung,
Der Tod meines Bruders sei kein tragischer Unfall gewesen, ist eine Beleidigung ersten Ranges. Ich habe meinen Bruder geliebt, genau wie mein Vater. Ich habe überdies keine Ahnung, woher Sie Ihr Wissen über solche Details nehmen wollen, da der Vorfall über 15 Jahre zurückliegt. Hochachtungsvoll, Augustus Vandenberg, Esquire. Mhm. Er hat ihn also beschuldigt, dass er ihn umgebracht hat. Das habe ich mir nämlich gerade auch schon gedacht. Aber das muss ja nichts bedeuten. Mein Hund hat gerade ein sehr komisches Geräusch gemacht. Das hat mich gerade ein bisschen irritiert. Ursprünglich hatte ich geplant, Ethanol zum Strecken des Benzins zu verwenden, während ich die Elektrogeneratoren fertigstellte. Doch da dieses nicht verfügbar war, musste ich experimentieren. Zu meiner großen Überraschung stellte ich fest, dass es mit Tequila funktioniert. Tequila? Oh, ein Hut. Was macht ihr das denn, das Tier da? Er wackelt da rum. So, hier haben wir wieder ein Bad. Wieso hat er auch so viele Badezimmer, ne? Tesla. Reiche Männer wie Sie sind von Männern wie mir immer fasziniert. Männer aus der Gosse. Ihr Angebot hat meine Aufmerksamkeit erregt. Aber denken Sie daran, nur weil Fleisch einen Löwen anlockt, heißt das nicht, dass Sie da sein wollen, wenn er es sich holen kommt. Bis bald, Victor Mundy. Ein paar Rechtschreibfehler denn der Gute, wa? Okay, hier sind auch noch Betten. Auch ein Foto. Foto. Köfferchen. Sonst ist hier nichts. Okay. Die Tür hier ist zugenagelt. Warum auch immer. Das ist doch sehr merkwürdig hier. Guck mal. Da ist eine geheime Tür. Das sehe ich sofort. Das ist eine geheime Tür. Oh je. Oh Gott, die führt bestimmt runter in den Keller. Ich krieg schon Panik. Irgendwas hier noch so zum... Nee. Ja gut. Dann können wir jetzt zurückspulen. Bis zu dem Moment, wo die hier in die Küche gehen. Voll die geheime Tür, ey. Ein Keller hat das Haus nicht. Warte mal, sie kam gerade von hier? Aber ich habe sie in keinem der Zimmer gefunden. Sie ist hinter der Geheimtür verschwunden, so. Ja, gefährlicher Mann, bla bla bla. Lass das Flirten sein, Leute. So. Los geht's. Oh. Moment, hier ist noch ein kleines Zimmerchen. Ach, das ist von dem Butler. Von dem Knecht, sag ich mal. Ich glaube, der spielt nur blind. Ich weiß nicht. Ein ganz komisches Gefühl. Das ist weit genug. Was ist das? Mein Testament. Ah.
Ein seltsames Reisegepäck. Letzter Wille und Testament von Viktor Mandy. Ich, Viktor Mandy, verfüge, dass mein gesamtes Vermögen nach meinem Tod zur Zahlung der Nachlasssteuer sowie aller weiteren Todessteuern verwendet wird. Jedwede verbleibenden Vermögenswerte vermache ich zur Gänze meinem geliebten Hund Lucky. Oh. Gezeichnet Viktor Mandy. Würde ich auch machen. Schöne Sache. Unser aller Reise endet im Grab. Ich bin vorbereitet. Wer ohne Testament stirbt, dessen Besitz wird versteigert. Und das will ich nicht. Viktor Mandy. Sind Sie das? Ja. Gut. Weshalb sind Sie weggelaufen? Weil ich ein Mörder bin. Sir, Mr. Mandy wurde eingeladen. Genau wie Sie und die anderen. Setzen Sie sich. Sir, die örtliche Polizei wird Ihnen den Fall gern abnehmen. Örtliche Polizei? Warum nicht? Hallo, Vermittlung? Verbinden Sie mich mit der Polizei. Hallo, Polizei? Hier ist Detective Gustav Gustav. Ich... Ja, aus Schweden. Ich bin auf Mr. Teslas Insel. Hier ist ein Mord passiert. Sie müssen sofort ein Boot schicken. Gustav, Gustav. Und danke. Die denken erstmal, sie werden verarscht. Mr. Swan, bitte kümmern Sie sich um die Gäste, bis die Polizei eintrifft. Sehr wohl, Sir. Ja, ja, dann wissen wir ja, wo er hingeht. Oder? Warte mal. Ich will jetzt die Wahrheit hören. Moment, wieso geht er denn so schnell auf einmal? Einmal noch mal kurz ihn beobachten hier. Ob noch irgendwas passiert, während er da... Nein. Ich will jetzt die Wahrheit hören. Sie sagten, Mr. Tesla wies Sie ab. Warum? Ich war seine Assistentin. Vor einiger Zeit kündigte er mir fristlos. Ich wollte ihn bitten, mich wieder einzustellen. Ich brauche Geld, aber er blieb hart. Sie waren hier angestellt? Ja. Sie kennen das Haus. Na schön. Nehmen Sie das. Durchsuchen Sie das Haus und informieren Sie mich. Wir kennen uns nicht. Ich vertraue Ihnen. Ich könnte die Mörderin sein. Könnten Sie nicht. Als ich Sie im Regen fand, sah ich keine Fußspuren in Ihrer Nähe. Was beweist das schon? Ja. Bei diesem Wetter und diesem Boden dauert es 20 Minuten, ehe der Regen Sie wegspült. Das bedeutet, Sie saßen genau an dieser Stelle. Für mindestens 20 Minuten. Mr. Tesla war jedoch seit weniger als 10 Minuten tot, als wir ihn fanden. Sie sehen also? Sie sind die einzige Person hier, der ich trauen kann. Ich bin ein Detective. Und ich werde diesen Mörder fangen. Aber er hat doch gestanden. Wirklich? Gehen Sie jetzt. Bitte seien Sie vorsichtig. Natürlich. Wir verfolgen jetzt auch erstmal Sie. Ich will wissen, wo sie hingeht. Bevor wir uns den beiden zum Schluss widmen. Weil ich habe hier alles erkundet und sie nicht gefunden gerade. Sie geht zur Geheimtür, ne? Ich wusste es. Oh, ich bin so gut.
Ey. Was soll das? Nein! Was soll das? Ah, jetzt? Gerade nicht durchgekommen. Ach, so kann man blättern, jetzt weiß ich's. Es war nicht einfach. Ja, aber das will ich gar nicht lesen. Ich will. No. Flora hat den Raum unter dem Haus entdeckt. In meiner Aufregung erzählte ich ihr, wozu er dient. Das war ein Fehler. Sie wollte ihn natürlich sofort benutzen. Ich habe es ihr verboten. Sie wurde böse. Ich musste sie wegschicken. Ich brauche einen neuen Assistenten, der nicht von dem in Versuchung geführt wird, was er hier sehen könnte. Okay, hier ist also was ganz Schlimmes unten. Kann ich den jetzt immer rein und raus hier? Das wäre echt nice. Aha. Der Einmischer. Und der Kartograf. Ich kann leider nicht sehen, was sie da eingibt. Ich mache aber mal kurz Stopp, weil ich einmal hier durchgucken will, ob hier noch irgendwie was zu lesen ist. Experiment Nummer 194. Nach einigen anfänglichen Bedenken hielt Mr. Swan die Kupferkabel fest. Doch als der Blitz einschlug, verbrannte die Ladung seine Hände. Genau wie bei Flora vor einigen Monaten. Er war aufgebracht. Mr. Swan ist der Meinung, in diesem Haus leiden zu müssen. Er ließ sich durch ein Versprechen besänftigen. Ich würde ihm alles in meinem letzten Willen und Testament abgelten. Schmerzen werden meine Forschungsarbeit nicht behindern. Wir wiederholen das Experiment morgen. Aha, also der Knecht, also hier der Swan, der Diener, der Schwatze da, der Butler, so, der hatte also ein Versprechen bekommen, dass er eine Entschädigung kriegt im Erbe für all sein Leiden in dem Haus. Mm. Also bis jetzt hat jeder ein Motiv. Es war auch nicht anders zu erwarten, ne? Verehrter Mr. Tesla, vielen Dank für Ihre freundliche, wenn auch vieldeutige Einladung. Ich weiß nicht, wie Sie auf mich gestoßen sind, aber die Wahrheit ist, dass ich im Moment nicht viele Freunde habe. Ich komme gern auf Ihre Insel. Nur eine Bitte. Bieten Sie mir keinen Drink an. Es gibt Seiten an mir, die sollten besser verborgen bleiben. Und Alkohol bringt sie für gewöhnlich ans Licht. Ich freue mich auf unser Treffen. Gustav, Gustav. Gustav, Gustav. Okay. Hier noch was? Nee. Oh, hier haben wir noch einen Raum. Wie geht's hier nach oben? Aha. Hier ist noch ein Geheimraum. Oben. Ja, oben habe ich keinen beobachten können. Nein! Nein! Oh, was ist denn los? Hast du den Code nicht mehr, Mäuschen? Mhm.
Okay, sie hat die andere Tür nicht aufgemacht. Vor allen Dingen total unsicher, ne? Da könnte jetzt in dem Moment jemand kommen. Ah, sie geht jetzt hier rein. Gut. Ich wollte, war erst am Überlegen, vorzuspulen. Was suchst du? Den Code. Sie sucht den Code für die Tür. Und den findet sie nicht. So. Ja, Ende Kapitel 1, genau. Das ist aber nicht schlimm. So, jetzt können wir zum Schluss hier den guten Gustav. Beobachten. So, dann erzählt mal, Jungs, Ich bin ein Detektiv. Bleibe hier. Und ich werde diesen Mörder fangen. Aber er hat doch gestanden. Oh. Wirklich? Gehen Sie jetzt. Oh, ich muss mich einfach strecken. Okay. Bitte seien Sie vorsichtig. Natürlich. Cooles Spiel bis jetzt, ja. Hat er ihr jetzt echt gerade die Mordwaffe in der Hand gedrückt? Wer ist diese Französin? Sie sind nicht Miss Bernhards Typ, Mr. Mundy. Also, Sie haben ihn getötet? Das behaupten Sie. Wirklich? Warum sollte ich? Weil ich schon getötet habe. Meine Frau. Und ihren Liebhaber. Ich war 26 Jahre im Knast. Also bin ich der ideale Sündenbock. Deshalb bin ich geflohen. Warum sind Sie hier? Wegen dem Brief. Tesla schrieb mir, er könne mein Leben ändern. Meinen Fehler ungeschehen machen. Sagen wir, er weckte mein Interesse. Er hat Ihnen dasselbe versprochen. Kannten Sie ihn gut? Überhaupt nicht, bis dieser Brief kam. Und der Blinde hat mich ins Haus gelassen. Ich habe Tesla und die anderen zum ersten Mal gesehen, als sie ihn fanden. Kein gutes Alibi, Mr. Mundy. Ein blinder Mann. Nach dem Mord an meiner Frau sagte meine Tochter gegen mich aus. Die kleine Mary Mundy. Damals war sie erst 7 Jahre alt. Aber diese verdammten Lackaffen in Perücken glaubten ihr. Da habe ich ein Messer ins Gericht geschmuggelt. Wollte ihr an den Hals. Ging daneben. Und so habe ich ihr die Nase abgehackt. Ein leckerer Happen für den Gerichtshund. Ich träume noch immer davon, dieses Miststück aufzuschlitzen, wenn ich es finde. Warum erzählen Sie mir das? Um Ihnen eines klarzumachen. Wenn ich jemanden töten will, dann sage ich es. Ich lüge nicht. Leute lügen, weil sie Angst haben. Und ich habe keine Angst. Was ist mit Ihnen? Ich? Ich mag Gewalttäter nicht, Mr. Mundy. Ich verabscheue Sie. Verlassen Sie das Haus nicht, bis meine Ermittlungen abgeschlossen sind. Gehen Sie. Vorerst.
Okay, jetzt kommt erstmal gar nichts, interessanterweise. Ich weiß nicht, dieser Typ. Ich glaube, er hat am allerwenigsten irgendwie was damit zu tun. Der steht, warte mal. Wo geht er hin? Wir beobachten jetzt. Er bleibt nämlich die ganze Zeit da sitzen. So. Und dann geht er hier hin. Noch ein Geheimversteck im Bild? Nein, da kommt doch nichts, oder? Nee. Er steht die ganze Zeit hier nur so rum. Und steht und steht und steht. Und dann geht er nach oben. Oh mein Gott! Das ist so cool. Okay. Jetzt haben wir Kapitel 2. Genau. Und ich weiß, wer ist. Ja, der Tesla, der bleibt da immer noch liegen. Der ist da noch. Ich habe nicht alle Sachen gefunden. Kommt vielleicht noch. Kommt vielleicht noch. Na gut, machen wir erstmal jetzt die Nummer 2. Kapitel 2. Wen verfolgen wir zuerst? Ich würde ja als erstes gerne den Butler verfolgen, wenn ich ehrlich bin. Ich will wissen, was da hinter der Tür ist. Ein Safe! Oh mein Gott! Na, komm, wir verfolgen erst hier den Typen. Ist besser. Mein Gott, was ist denn hier los? Was ist denn hier los, ey? Was sind das für Geräusche? Ich verfolge ihn jetzt mal. Da ist keiner drin. Was macht er denn bei ihr drinne? Oh mein Gott, was macht der? Oh, ein perverses Schwein, ey. Uah. Uah. Ekelhaft. Ja, total, ey. Hätte das jetzt mit der Nase entdecken können.
Ah, scheiße, ich vergesse immer so, ich mache immer so Pause anstatt. Na gut, ich muss Schluss machen, meine Lieben, und sage Tschüss bis zum nächsten Mal.